Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Skyrim 2022 Mods. I love it here. Me too, Inigo. Und ich muss mich jetzt mal auf die Suche nach meinem Pferd machen. Das Ding ist, ich weiß gar nicht, sind wir hier auch schon mal reingegangen? Weil wir hatten ja... Wir hatten doch... gut Goldenglanz über die Kanalisation betreten. Ach, und das ist bestimmt... Das ist bestimmt hier oben, wo der Angoritrot sein Zimmer hatte. Ich gucke hier nochmal schnell alles durch, bitte. Gebt mir die Zeit, Freunde. Ich weiß, wir wollten zurück nach Rifthorn, aber... Ich will nichts übersehen. Yo, sorry. Ah doch, hier war ich. Ja, hier war ich. Oh, wie das Licht hier reinfällt. Oh mein Gott. Okay. Alles klar. Gut, gut, bin wieder orientiert. Mit Blick auf Rifthorn. Das ist schon sehr romantisch hier. Oh, und jetzt setzt die Musik ein. Freunde, was soll ich sagen? Da liegt ein Schiff im Hafen. Jetzt fängt es an zu regnen. Aber wo ist das Pferd? Wir sind über... Wir hatten das vor irgendeiner Brücke stehen gelassen. Ah, wo war die Brücke? Wo war die Brücke? Hier. Komm, Regen, lösch schnell die Bienen. Ich hoffe, das steht noch da, der Ferdinand. Da steht auf jeden Fall ein Pferd. Kann nur mit einem Schlüssel geöffnet werden? Come on, ich habe hier alles vernichtet und aufgeschlossen, aber der Haupteingang bleibt weiterhin verschlossen. Na gut. Okay, es geht zurück nach Rifthorn. Und da können wir auch mal ein Pferd für Inigo besorgen. Ne? Wo ist Tokata? Keine Ahnung. Oh, das ist Tokatas Pferd hier. Wo ist mein Pferd? Ferdinand? Oh, ich glaube, ich muss wieder das Horn benutzen. Oh, auf welcher Taste war das? Auf welcher Taste war das? Das waren Y? Oh, welche Taste war das? Das war es nicht. So, liebe Freunde, ich habe jetzt die ganze Zeit geguckt und ich habe den Hotkey nicht gefunden für das Horn. Aber wisst ihr, was ich gefunden habe? Den Ferdinand. Und wisst ihr wo? Pass mal auf, ich zeig euch wo. Da! Der trinkt gerade und ich habe das nicht gesehen. Junge, ich dachte, das wäre ein Felsen. Ferdinand, was machst du hier? Komm, lass mal losreiten. Schwupp, so. Tokata geht zu ihrem Pferd und wir müssen unbedingt ein Pferd für... Was machst du denn hier für einen Move? Unbedingt ein Pferd für Inigo besorgen. Der ist aber, glaube ich, recht schnell. Ja, steckt jetzt fest. Sehr gut. Egal, wir machen uns jetzt auf den Weg zurück nach Rifthorn. Müssen den Kram da abgeben. Aber das hindert uns ja nicht daran, ein paar Sachen hier zu entdecken. Was haben wir zum Beispiel hier? Schneeschuhhof entdeckt. Mhm. Können wir auch kurz die Leute anquatschen. Na, ist gut. Habt ihr das Feuer in gut Goldenglanz gesehen? Ich hatte Angst, dass dort alles abbrennt. Jemand muss etwas unternehmen. Nee, habe ich nicht gesehen. Auf Wiedersehen. Da hat's wohl gebrannt. Alles klar? Mein Mann und ich sind erst seit kurzem verheiratet. Cool. Ich stamme ursprünglich aus Syrodiil
ging aber nach einem Zerwürfnis mit meiner Familie von dort fort. Leonara Arius, jetzt haben wir's. So, und dann bist du... Oh, hello there. How are you? Peragorn, es hängt davon ab, ob ihr bereit seid, mir etwas Geld zu leihen. Fantastisch, danke der Nachfrage. You seem jubilant. I tried that once, and I think it made my stomach ill. I'd rather spend another 8 hours on the farm. In any case, is there anything I can help you with? Ich möchte euch ein paar Fragen stellen. Well, that's something that doesn't happen every day. You want to ask me questions? I'm just a farmhand. On the list of important folks in this town, I'm about as low and common as a borrowed robe. So, I don't know who you think I am, stranger, but I'm not at all interesting. You, on the other hand, I bet you've gone on all sorts of adventures. Ja, das eine oder andere. Tatsächlich war ich in Helgen, als der Drache angriff. Whoa, and you survived? Is it true that Alduin has 3 heads and 12 eyes? And that he is weapons, but only the ugly ones? And that his scales are pink? Oh, never mind. You don't have to answer that. Even I realize how silly that sounds. Still, I never thought someone like you would choose me as a conversation partner. Ja, warum denn nicht, Junge? Ich unterhalte mich gerne mit alltäglichen Menschen. Es gibt immer etwas zu lernen. Alright, then ask your questions, and I'll try my best to impart what little wisdom I have. Although, I'd still rather talk about you. Oh. Läuft das Leben auf der Farm, bietet Adwild euch Unterkunft und Verpflegung, also gut. Na, fragen wir mal das. No, but I don't mind. Hilga's bunkhouse isn't too expensive. The beds are cozy enough. And Nilufa is easy on the eyes. Nice little farm. I know Sutherland thinks all of Mundus revolves around Helga, and Svana has her share of suitors, but I don't know. Neither of them strike my fancy. At least, not the way Nilufa does. To be honest, I love everything about the bunkhouse, except maybe Valander. Nilufa, der Skoma-Süchtige? Ich kann Valindor töten. Dann wird die Herberge perfekt sein. Ja gut, das will ich jetzt vielleicht nicht anbieten. Ehrliches Gold für ehrliche Arbeit, falls ihr Interesse habt. Wer ist denn das überhaupt? Habe ich die schon mal kennengelernt? You haven't met her? She's a Dunmer woman with eyes like ebony and a voice as smooth as the surface of Lake Honridge. Ist die vielleicht in Rifton irgendwo? Wie läuft das Leben auf der Farm für euch? Good. The climate here in Rifton is ideal for the crops we grow. The soil is warm, but not too warm where the tubers refer to leaves. In some places, the ground is so hard you need a shovel to harvest things. Here you can pull out the leeks by the stems. The potatoes require a little bit more care, so as not to damage them. You have to sort of ease the stalk out of the ground, and then claw around the dirt. It's still pretty easy compared to the farm work up north. I've got a bad back, though, and I have to spend half my earnings over at Elgrim's Elixirs. And the rest I spend on food, shelter, and maybe the occasional bottle of mead. I've got no complaints, though. If I had money, I'm not sure what to spend it on. Okay, wir können ja wieder ewig quatschen. Und der Charakter ist wirklich sehr uninteressant, wie er schon sagte. Oh, guck mal. Ferdinand guckt sich die Hühner an. So, reiten wir los! Ja, toll, Tokata. Du kannst, ne? Du kannst dein Horn benutzen. Ist gut. Oh, alles neblig jetzt. Da kommt Inigo gesprintet, okay. Wie spät haben wir es jetzt? Es ist 3 Uhr Nachmittag. Beziehungsweise 15 Uhr. So. Ich würde jetzt nochmal außen rum reiten zu den Stellen und versuchen da Inigo ein Pferd zu kaufen. Wenn ich die Kohle noch habe. Habe ich die Kohle überhaupt noch? Ich habe nur noch 6000 Gold. Aber ich habe ja noch Geld auf der Bank.
Das könnte ich auch holen. Wieder ein Kurier unterwegs. Okay. Ich lasse mein Pferd erstmal hier stehen. Jemand muss etwas unternehmen. Jemand muss mir helfen. Ah, hier, das ist die Nivenu, von der haben wir gehört. Was ist denn? Hör mal. Ich mache mich aus dem Staub. Hilfe! Was hast du denn? Oh, der hat sich wirklich aus dem Staub gemacht. Okay. Seit mein Mann die Religion für sich entdeckt hat, scheint es ihm weniger wichtig zu sein, was ich mit unserem Geld mache und was ich den ganzen Tag lang tue. Mir soll es recht sein. Okay. So, jetzt gehen wir mal rein. So. Ochse. Hey. Über den Friedhof komme ich ja nicht mehr in die Diebesgilde. Das heißt, ich muss jetzt hier lang. Oh, was steht denn hier? Zersplitterte Flasche. Hat man jetzt doch sich entschieden, das deutsche Schild aufzuhängen. Ich habe nichts damit zu tun. So, dann müssen wir mal hier lang. Hier lang. Und dann nach links. Und ich muss pennen. Kriege ich hier vielleicht in der Diebesgilde ein Zimmer? Das wäre nicht schlecht. So, Brynjolf! Wer bist du? Auch wenn ihr einer von uns seid, macht ihr lieber keinen Ärger. Ich habe euren Bruder getroffen. Echt? Habe ich das? Ist das eine Quest? Maul? Ja. Der Trottel arbeitet jetzt für Maven Schwarzdorn. Er hat mich hier zurückgelassen und nun kann ich mir diesen Müllhaufen ansehen. Er kann sowieso besser reden. Ich würde alles nur vermasseln. Und weshalb nennt man euch den Heuler? Man nennt mich Heuler, weil Geheule das Letzte ist, was ihr hört, bevor sie euch zu Grabe betten. Warum? Findet ihr die Namen lustig oder wie? Auf keinen Fall, der Name würde jedem Angst einjagen. Das ist komisch, habt ihr ein Problem? Einschüchtern. Ja, auf jeden Fall würde der jedem Angst einjagen. Ach ja? Finde ich auch. Ihr seid ziemlich schlau. Ja, so kenne ich mich. Hey, hier. Nehmt einen aufs Haus. Geil, danke. Helft mir auf die Sprünge. Weshalb werdet ihr nochmal Heuler genannt? Hä, kann ich das jetzt nochmal? Halt. Mal ganz kurz gucken. Gut. Mir egal. Wie ich euch schon gesagt habe, nennt man mich Heuler. Weil Geheule das Letzte ist, was ihr hört, bevor sie euch zu Grabe betten. Also heulst du dann? Wirklich? Bis zum nächsten Mal. Das ist ja wirklich sehr traurig. So, Brynjolf. Ihr benötigt Gold. Nein. Ich habe vielleicht Arbeit. Ah, er schon wieder. Was schnurrt hier so? Oh, Tokata, verdammt. Das war falsch. Wir müssen... Hallo. Hallo. Hier lang. Da. So, mein Guter. Es heißt, Goldenglanz sei angeschlagen. Gut gemacht, Bürschchen. Auf jeden. Ja, und hier ist das, was im Tresor war. Lasst mich mal sehen, was ihr gefunden habt. Aringoth hat Goldenglanz verkauft? Was denkt sich der Idiot eigentlich? Er hat keine Vorstellung davon, wie wütend Maven wird, wenn man sie von einem Geschäft ausschließt. Aber das wird er schon noch herausfinden.
Wenn sich auf diesem Pergament nur der Käufername und nicht dieses seltsame Symbol befände, habt ihr eine Ahnung, was das sein könnte? Keine Ahnung. Mist. Naja, ich prüfe meine Quellen und rede mit Mercer. Aber ihr werdet euch erst einmal mit Maven Schwarzdorn unterhalten. Sie hat nach euch gefragt. Okay. Ich dachte, ich hätte den Auftrag ganz nach euren Wünschen erledigt. Oh nein, überhaupt nicht. Ihr besucht sie rein geschäftlich. Was will Maven von mir? Das geht nur euch und Maven etwas an. Und so soll es auch bleiben. Macht euch keine Sorgen. Mavens Geschäfte sind normalerweise immer sehr einträglich. Da wir gerade davon sprechen, Lohn? Natürlich. Eure Bezahlung. Ihr seid ja blitzgescheit. Verhaltet euch weiterhin anständig, dann gibt es noch jede Menge mehr. Geil. Bis zum nächsten Mal, Würschchen. Jo, reingehauen. Geistiges Gift begonnen. So, jetzt will ich aber mal gucken, was hier so rot leuchtet schon wieder. Aktivieren, Gegenstand nehmen. Vielseitiges Kriegergriffsschema genommen, was auch immer. Wo geht's hier noch hin? Kann nur mit einem Schlüssel geöffnet werden. Oh man. Das würde mich auch sehr interessieren, wo es da noch hingeht. Gildentruhe. Aber eins von den Betten müsste doch jetzt mir gehören, oder? Fremd. Ich gehöre doch jetzt hier dazu. Zu dem Club. Ah, hier ist mein Bett. Ist hier was drin? Nehme ich doch mal alles mit. Bin ja Mitglied. Unter Wasser atmen, Trank. Aha, ich habe ein Diadem, Junge. Brauche ich doch gar nicht, die Scheiße. So, wir pennen jetzt mal eine Runde. Und zack. Es ist 16:30 am Nachmittag. Das heißt, wir pennen einfach mal 12 Stunden. Oh, das wird sehr früh, wenn wir aufstehen. Ja, das wird wirklich sehr früh. Können wir eigentlich nochmal ein, zwei Stündchen schlafen? Während Tokata und Inigo uns zugucken? Ne? Da hinten sitzt Tokata. So, wir schlafen nochmal 3 Stunden. Dann ist es 19:30. Das passt doch. Okay, müde sind wir nicht mehr, dafür haben wir jetzt Hunger und Durst. Jetzt habe ich die Met getrunken, scheiße. So, okay. Und dann speichern wir hier. Und dann machen wir uns jetzt auf zu Maven Schwarzdorn. Zack. Inigo kann ich eigentlich auch mal deaktivieren, also den Marker. So, einmal an der Kette ziehen bitte. Zack. Warum ist das noch so düster? Ach, ist es jetzt... Nee. Nee, ist jetzt am Morgen. Komisch. Egal, ist noch sehr dunkel. Ach klar, auf jeden Fall. So. Dann aktivieren wir das mal hier. Wo ist denn die gute Maven? Nee. Was ist das hier? Gehen wir einfach mal rein. Willkommen. Sagt Bescheid, wenn ihr noch etwas braucht. Ich glaube, ich habe hier irgendwo noch einen sauberen Becher. Ach, in der Schenke sitzt sie. Die Gude.
Oder? Oben, okay. Schönen guten Tag. Oh mein Gott, guck die Böse. Hallo. Ihr seid das also. So beeindruckend seht ihr gar nicht aus. Entschuldige mal. Ich bin der Beste in meinem Metier. Ist das Selbstvertrauen, was ich da höre? Ja. Oder Arroganz? Nein. Seltsam, wie häufig die beiden miteinander verwechselt werden. Ihr müsst wissen, es ist schon lange her, dass Brynjolf mir jemanden geschickt hat, auf den ich mich verlassen kann. Glaubt ihr nicht an die Gilde? Ob ich an die Gilde glaube? Ich glaube an niemanden. Mich interessieren nur Ursache und Wirkung. Ob die Aufgabe erledigt wurde und ob sie korrekt erledigt wurde. Da gibt es keine Grauzone. Ja, also mit mir werdet ihr dieses Problem nicht haben. Das hoffe ich. Das ist eine wichtige Aufgabe. Ich habe einen Konkurrenten, die Honigbräubrauerei, und die will ich aus dem Geschäft drängen. Mich interessiert außerdem, wie sie ihre Fertigung so schnell auf die Beine stellen konnten. Und wo soll ich anfangen? Geht zur beflaggten Meere in Weißlauf. Ah, kenn ich. Und sucht nach Malus Macchius. Von ihm erfahrt ihr alle weiteren Details. Okay. Ich glaube, wir waren auch schon mal in der Honigbräuerei. Ganz am Anfang. Mit irgendwas mit Alidriel oder so. Wie habt ihr euch mit der Diebesgilde verbündet? Die Schwarzdorn-Familie war schon immer ein Verbündeter der Gilde. Das passt bestens zu unseren guten Beziehungen zum Kaiserreich und in Himmelsrand. Ich würde sagen, dass die Gilde ihr Überleben ebenso sehr meiner Familie wie ihren eigenen Leuten verdankt. Euer Name besitzt in Rifton großes Gewicht, ebenso wie eure Erscheinung. Natürlich. In dieser Stadt geschieht nichts ohne meine Zustimmung. Der Jarl hat ein offenes Ohr für mich. Und die Wächter habe ich in der Tasche. Macht mir jemand Ärger, besuche ich die Diebesgilde. Also die Kleinen. Macht mich jemand zornig, gehe ich zur dunklen Bruderschaft. Daran solltet ihr beim nächsten Mal denken, bevor ihr eine so dumme Bemerkung macht. Ja, komm mal runter, ja, komm mal runter. Wer hat bei der Honigbrauerei das Sagen? So ein Tagedieb namens Sabjorn. Der ist mir schon seit einigen Jahren ein Dorn im Auge. Sabjorn scheint mehr als nur ehrliche Konkurrenz zu sein. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht bereue, dass ich Sabjorn so weit kommen ließ. Innerhalb weniger Jahre hat er diese Brühe, die er Met nennt, auf den Markt geworfen und mir so einen großen Teil meiner Gewinne abgeluchst. Ich komme nicht dahinter, woher er das Gold hat, um es so schnell auf den Markt zu bringen. Werdet ihn los, dann müsst ihr auch keine Angst mehr vor ihm haben. So ist es. Wenn Sabjorn im Gefängnis sitzt, muss seine Brauerei dicht machen. Dann komme ich und übernehme sein Geschäft. Und das war's mit der Konkurrenz. Warum schlagt ihr gerade jetzt zu? Gut Goldenglanz hat unbestreitbar die Honiglieferung, die ich für meinen Met benötige, ausgesetzt. Sabjorn könnte diese Aussetzung zu seinem Vorteil nutzen und einen größeren Marktanteil gewinnen. Das kann ich nicht dulden. Okay. Noch einmal, falls ich mich nicht deutlich ausgedrückt habe. Vermasselt ihr diesen Auftrag, wird euch das bitter leid tun. Okay, alles klar. Fort mit dem Kaiser und allem, was stört. Wir holen uns wieder, was uns gehört. Was liegt hier? Unser blauer Freund. Oh, geht's da wieder um Inigo? Talen. Nein, ich habe die Sache nicht vergessen, bei der ihr mir geholfen habt. Ich überprüfe die Zelle des Khajiit tatsächlich. Und ich fürchte, er hat keinen makellosen Amethyst, die dort versteckt sind. Da ist eine seltsame Halskette und etwas Ebenerz. Das war's. Es sei denn, ihr wollt aus irgendeinem Grund ein dummes Insekt in einem Glas. Wenn nichts davon von Nutzen ist, werde ich euch an dem beteiligen, was ich mit dem Verkauf seiner Waffen verdiene. Seine Rüstung ist leider schon weg. Wenn er seine Zelle behalten will, muss er noch ein paar weitere Opfer aufbringen. Norton. Okay, haben wir noch was dazu? Mara ist euch wohlgesonnen. Talen Jai, ich habe Rücksprache mit Mara mal gehalten und bin sicher, dass die traditionelle argonische Bindungszeremonie einbezogen werden kann, falls es erforderlich werden sollte. Es wäre uns eine Freude, euch im Tempel zu empfangen,
damit Mara mal eine Hochzeitszeremonie zwischen euch und Kera-Var durchführen kann. Doch wir würden dafür, wie besprochen, den angemessenen Beitrag verlangen. Was auch immer ihr beschließt, ich wünsche euch viel Glück und hoffe, euch bald hier zu sehen. Dinya Balu. Da hat jemand geheiratet. Bilanzen fälschen. Ich will es mal kurz probieren. Was ist denn das? Kann ich da machen? Bilanzen fälschen. Und ist es zu entführt, noch so, wenn gerade 5 Kopfgeld hinzugefügt. Ja, siehste? Nee, mach ich nicht. Vielleicht ist das für irgendeine Quest mal wichtig oder so, keine Ahnung. Doch dies Land ist unser und soll unser bleiben. Wir werden die Fremden mit Schwertern verdienen. Schwertern. Ihr euch, Ulfric. Unser Großkönig, auf euer Wohl trinken wir und das nicht zu wenig. Können wir reden? Okay, das ist einfach nur ein Barde. Also gut. Mit einem großzügig ausgeschnittenen Gewand. Okay, dann müssen wir jetzt nach Weißlauf und es trifft sich ja ganz gut, weil ich glaube, wir müssen doch für die Main-Quest auch nach Flusswald oder so, kann das sein? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. So, na gut. Haben wir hier noch was zu tun in Rifton? Bring die Steine von Berencia in deinen Besitz. Ich sollte irgendwem noch die Statue zeigen. Aber warum kann ich das nicht mehr machen? Bienenkönigin-Statue. Mit irgendjemand sollte ich darüber reden. Aber ich weiß nicht mehr mit wem. Egal, gut. Dann machen wir jetzt tatsächlich mal nach Weißlauf, würde ich sagen. Und ich guck mal, ob ich jetzt für Inigo ein... Pferd kriege. Und wenn Kohle nicht reicht, muss ich schauen, ob ich hier vielleicht irgendwo Zugriff auf meine Bank bekomme, auf mein Konto. So, hier ist Inigo. I was wondering, can you whistle? Seid ihr mein ja, warum? Well, it could be a good way for us to quickly communicate. Look, I found this book. It made interesting reading. Maybe you should give it a look over. Anyway, what did you want to talk about? Okay, nice. Darf ich euch etwas fragen? Ich glaube, das war hier mit dabei, ne? Go ahead, ask away. Alright. Ist das jetzt hier nicht mehr mit dabei? Denkt ihr an etwas? Ihr müsst etwas für mich tun? What would you have me do? I will aid you if I can. I am with you, my friend. Ja. We are looking for an Elder Scroll, yes? If I see one, I will let you know. Nice, danke. Mann, wo konnte ich dem denn ein Pferd besorgen? Ich möchte einige Dinge mit euch tauschen, darf ich euch etwas fragen? What do you want to know? Alright. Sag mal, jetzt ist das nicht mehr hier, oder was? Outfit ändern, entfernen.
Der hat jetzt die Option hier nicht mehr. Willst du mich verarschen? Warum? Na gut, dann müssen wir doch erstmal ohne weitermachen. Aber das ist ja nicht so schlimm, der kommt ja eigentlich ganz gut hinterher. So, die Zeit ist eigentlich auch schon rum, Freunde. Ich würde jetzt noch ganz schnell nach Weißlauf reisen. Vielleicht zu den Ställen. Da stelle ich auch gleich mein Pferd ab. Es hieß doch auch mal irgendwie, dass es Inigo-Ladescreens gibt, oder? Bin gespannt, wann man die mal sehen kann. So, wir stellen das Pferd mal einfach hier ab. Und ich kann natürlich nicht absteigen. Oh doch, ich kann absteigen. Aber jetzt komme ich nicht mehr raus. Geil. Okay, dann drehen wir gleich mal um. So. Yes, my friend. Jetzt noch mal kurz gucken, kann ich jetzt hier? I am all ears. All right. No, my mind is a tree without leaves at the moment. I am here for you. Okay. Ja gut, dann stelle ich das Pferd jetzt hier ab. So, dann... Heiliger. Da knallen die Sonnenstrahlen ordentlich rein, Junge. Okay. So, Zeit ist rum, Freunde. Da würde ich sagen, wir sehen uns dann zur nächsten Folge Skyrim 2022 Mods wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao.